ja, was hat das Ganze mit Luftrennen zu tun? Auch in Reno werden die mittlerweile in der eigenen Klasse geflogen, und zwar die L29, die L39, die haben ihre eigene Jetklasse und fliegen da eben ihre Luftrennen um die Pylonen. Und da werden wir in Zukunft mehr ja, ich denke, da gibt es sicherlich mal. Es wird schade, dass wir jetzt im Moment nur ein Maschinen von den beiden in der Luft haben, weil vorgesehen war hier eine sogenannte Jet-Formation, also Jet-Formation, mit den Fliegerkollegen Alles Horhut und Jens Ruitmann. Die eine Maschine ist, glaube ich, noch nicht technisch nicht in der Lage zu fliegen, das hört da nichts. Ach, Herr Stadelmann. So, weil hier angekündigt war Formation. Aufgrund des extrem starken Windes. Der Einsatz zu sehen. Der Albatross, and this L29 Albatross, it's a very old design for military jet trainer, and now widely used for civil aviation, especially in Reno on these air races. They have an own class of the L29-39 jets racing across Reno, and this model is made by Air Sea Race. And it's scaled 1x4.5, makes a wingspan of 233, length of 230 and 20 kilograms. And actually, we have here a 74 Fred turbine, and you can use any turbine from 120 to 180 Newtons. Ja, in der Schönestunde gibt es dann auch nicht nur um Race zu fliegen. Wir sehen auch schon gerade mal eine Landschaftsflugformation. Wir haben hier dieses typische geraden Flügel, das ist noch nicht so stark. Die Fallschirm 1 zu 4,5, Gewicht ca. 20 Kilo. Interessant ist aber auch, dass heute dieses Modell als Verbundpreis am Stand angeboten wird. Also super ermäßigter Preis für Modell inklusive Skeleinzigkeit. Ja, was ganz Besonderes noch an dem Modell, das ist mir schon die letzten Jahre aufgefallen, das ist nämlich die Anordnung der originalgetreuen Landekraft. Wenn wir die nachher mal bei der Landung sehen, die Dinger fahren 90 Grad aus. Das sind eigentlich keine Lande, sondern wirklich die Bremsklappen. Klar, bei dem relativ geraden und großen Flügel muss ich natürlich zur Landung irgendwie mal versuchen, A, die Geschwindigkeit abzubauen und B, auch den Auftrieb zu zerstören. Und das hat die Firma RC Race hier unheimlich gut eben nachgebaut. Es sind so und so sämtliche Nieten, Blechstöße und so weiter, sind im Modell vorhanden. Es handelt sich hier um Voll-GFK-Modell. Und ja, jetzt wunderbar, da ist die Klappen ausgefahren. Also die fahren wirklich, das sind insgesamt vier Landeklappen, die fahren wirklich 90 Grad aus. Wenn also Gas reinkommt, sonst bleibt der Apparat am Himmel stehen. So, jetzt müssen wir einen spannenden Daumen drücken für eine Landung. Ja, na? Gerade gehen die Klappen runter. Schön, macht er super. Very, very nice landing. And you can just see the detail on the flaps.